Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat das Recht auf Erinnern. Ursprünglich sollte mein heutiger Beitrag gar nicht so überschrieben sein. Bei den Überlegungen zur Gestaltung dieses Panels lautete der Arbeitstitel zunächst das Bundesarchiv als Verfassungsorgan. Beim zweiten Nachdenken erschien uns dieser Titel doch ein wenig ambitioniert, sodass wir das Recht auf Erinnern gewählt haben. Aber inhaltlich möchte ich eigentlich doch gar nicht von diesem Arbeitstitel wirklich von dem erhobenen Anspruch abrücken, obwohl ich natürlich weiß, dass und warum das Bundesarchiv kein Verfassungsorgan ist im Sinne des Grundgesetzes. Aber ich möchte mir doch keinen, und vor allem möchte ich mir keinen unangemessenen Größenwahn vorwerfen lassen. Aber vielleicht wird es mir am Ende doch gelingen, Sie zu überzeugen, dass dieser Grundgedanke doch gar nicht so falsch ist. Erinnern, historisches Erinnern zumal, ist seit jeher und jenseits der Aufarbeitung und Bewältigung totalitärer Regime hochpolitisch und für die Selbstdefinition einer Gesellschaft auf allen Ebenen, vom Gesamtstaat bis hin zur Familie und zur einzelnen Person, von integrierender und existenzieller Bedeutung. Die zentrale Aufgabe der Archive ist es, dieses Erinnern zu ermöglichen. Unter den Bedingungen des demokratischen Rechtsstaates geschieht das nicht mehr durch die quellenmäßige Unterlegung offizieller Geschichtsbilder. Und leider muss man ja heute sagen, dieses nicht mehr gilt nicht mehr so uneingeschränkt. Vielleicht muss man ja, oder hoffentlich wird man in Deutschland nicht sagen müssen, noch nicht wieder. Sondern es geschieht durch die allgemeine und öffentliche Bereitstellung von Quellen für eine ergebnisoffene Erforschung und diskursive Deutung von Vergangenheit. Die Archive sind der Ort, an dem verlässliche und authentische Quellen für jedermann zugänglich aufbewahrt werden, der Ort, an dem Geschichtsbilder und Geschichtsdeutungen erarbeitet und wiederum auf ihre ideologischen und zeitlich situativen Bedingtheiten hin überprüft und revidiert werden können. Dies gilt auch und gerade in der digitalen Welt. Tatsächlich ist historisches Erinnern in den letzten 40 Jahren, und hier markiert die Rede Richards von Weizsäcker zum 8. Mai 1985 eine ganz wichtige Wende, ist historisches Erinnern zu einem Teil der Staatsräson der Bundesrepublik geworden. Über die Position Deutschlands in der Welt und viele innenpolitische Gegenstände kann nicht gesprochen werden, ohne Bezug zu nehmen auf die beiden Diktaturen in Deutschland. Auch wenn das in den Anfangsjahren der frühen Bundesrepublik nur schleppend anlief, die DDR war ja fein raus, weil sie per se ein antifaschistischer Staat war und alle Nazis im Westen. Also auch wenn das langsam angelaufen ist, hat die deutsche Gesellschaft in dieser Hinsicht Bedeutendes geleistet. Sie schießt sogar bisweilen über das Ziel hinaus, sodass Aleida Aßmann zu Recht ein Unbehagen mit der Erinnerungskultur formuliert und Martin Sabro spricht in Anlehnung an Hermann Lübbe immer wieder vom Sündenstolz der Deutschen. Dieser kritischen Haltung möchte ich gerne beipflichten, nicht zuletzt aus zwei Gründen. Zunächst halte ich es für problematisch, dass die sogenannte Erinnerungskultur den kulturellen Aspekt des historischen Erinnerns im öffentlichen Sprachgebrauch auf die Erinnerung an die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen und den Holocaust zu verengen scheint. Und zum Zweiten ist unverkennbar, dass das Erinnern, gerade in Bezug auf das NS-Regime und den Holocaust, das Erinnern als Pflicht nahezu unvermeidlich eine Tendenz zur Ritualisierung entwickelt und dabei zur inhaltlichen Entleerung. Gerade in dem Bemühen, dieser Ritualisierung und Entleerung entgegenzuarbeiten, liegt die kulturelle Bedeutung des Erinnerns. Was ist nun die Aufgabe der, und hier möchte ich es vor allem auf die staatlichen Archive begrenzen, was und damit insbesondere auch des Bundesarchivs in diesem Bereich, und was hat diese Aufgabe mit dem Recht auf Erinnern zu tun? Zunächst einmal ist es die gesetzlich definierte Aufgabe des Bundesarchivs, die nicht mehr benötigten Unterlagen aller Stellen des Bundes zu übernehmen, von den drei Verfassungsorganen Bundespräsident, Bundesverfassungsgericht und Bundesregierung angefangen, über die Bundesministerien bis hin zu den vielen Behörden und in anderer Rechtsform verfassten Stellen des Bundes. Eine Ausnahme machen nur die gesetzgebenden Körperschaften, also Bundestag und Bundesrat, die das bekanntlicherweise auch wahrnehmen, indem sie eigene Archive unterhalten.
Natürlich gilt die Pflicht zur Anbietung aller für die behördlichen Aufgabenwahrnehmung nicht mehr benötigten Unterlagen auch für die Nachrichtendienste, die Bundeswehr und alle politischen Amtsträger, in deren private Unterlagen sich amtliche Dokumente verirrt haben könnten. Ich betone das, um auf diese Weise gleich auch die Frage nach den Unterlagen der Geheimdienste oder den amtlichen Unterlagen im Hause Kohl oder auch den amtlichen Unterlagen in Politikernachlässen gleich mit abzuräumen. All diese Unterlagen müssen ausnahmslos dem Bundesarchiv angeboten werden, weil die Kompetenz zur Bewertung, das heißt zur Identifizierung derjenigen Akten, Filme, Tonbänder, Fotos und auch digitalen Unterlagen, die von bleibendem Wert und damit von essentieller Bedeutung für das historische Erinnern sind, eine Kompetenz ist, die allein beim Bundesarchiv liegt. So sichern wir einen wesentlichen Teil des Gedächtnisses dieser Nation, auch wenn dieser Begriff vielleicht ein wenig abzugriffen scheint. Tatsächlich denken wir auch heute nicht mehr in so hohen und überhöhten Kategorien wie Staat und Nation, sondern haben die Gesellschaft als Ganzes im Blick, wobei wir nicht für uns in Anspruch nehmen wollen, also mit wir meine ich jetzt das Bundesarchiv, diese gewaltige Aufgabe allein stemmen zu können, sondern wir teilen uns diese Aufgabe mit den anderen staatlichen und kommunalen Archiven und natürlich mit der großen Zahl von Archiven in nichtstaatlicher Trägerschaft. Meine Archivarskollegin Cornelia Wenzel wird im Rahmen dieses Panels noch über diesen Bereich sprechen. Staatliche Archive sammeln nicht, sie übernehmen. Was manchen als eine akademische Wortdrechselei vorkommen mag, hat Bedeutung. Das ist auch ein wenig schwierig, weil das ist so eine Feststellung, die bei Archivaren wirklich ritualisiert ist. Ich kann mich also, wenn ich jetzt genau überlege, an kaum einen Vortrag erinnern, in dem ein Archivar nicht darauf hingewiesen hat, was der Unterschied zwischen Sammeln und Übernehmen ist. Aber ich wollte es auch gesagt haben. Mit Übernahme und Bewertung geht ein Transformations- und Selektionsprozess von erheblichem Ausmaß einher. Von den ca. 6 laufenden Regalkilometern, die das Bundesarchiv jedes Jahr allein aus den Bundesministerien angeboten bekommt, werden 75%, und eigentlich ist uns diese Quote zu niedrig, als nicht archivwürdig eingestuft und nach Ablauf von bestimmten Aufbewahrungsfristen kassiert, also körperlich vernichtet. Dieser Akt ist nicht trivial, sondern hier kommt ein Aspekt zum Vorschein, den Aleida Aßmann in ihrer Paulskirchenrede vom vorvergangenen Sonntag angesprochen hat. Die in den Archiven, Museen und Bibliotheken aufbewahrten Informationsträger sind nicht Wissen im aktiven Sinn dieses Wortes, sondern Gedächtnis. Der Unterschied liegt nicht zuletzt in der Latenz der in den Archivmagazinen gespeicherten Informationen. Sie können zwar recherchiert und gefunden werden, sie sind aber nicht unbedingt im aktiven Speicher verfügbar. Ein weiteres unterscheidet Wissen und Gedächtnis. Sie müssen entschuldigen, wenn ich jetzt ein wenig zügig bin, aber ich habe die Drohung von Herrn Klimpel im Ohr, dass einem hier ganz pünktlich das Wort abgeschnitten wird und ich muss 1,5 Minuten einsparen. Gedächtnis, so Aleida Aßmann, ist immer intentional und nicht unbedingt objektivierbar. Das beschreibt das zentrale methodische Problem der Quellenkritik, der archivischen Bewertung. In den Begriffen der Quellenkritik handelt es sich bei den angebotenen Unterlagen zunächst um Überreste, also unwillkürlich überlieferte Quellen, die nicht zum Zweck der Unterrichtung der Nachwelt entstanden und zusammengestellt worden sind, sondern ihrer Idee nach, ihrem Sinn nach, zur Erledigung aktuell anstehender Aufgaben. Häufig wird die Frage gestellt, ob das Archivgut nach der archivischen Bewertung, also nach einer bewussten und reflektierten Auswahl, nicht seinen Überrestcharakter einbüßt und nunmehr als Traditionsquelle angesehen werden muss, also als eine mit Bedacht und dem Interesse zur Beeinflussung des historischen Erinnerns ausgewählte Quelle. Hier erweist sich jedoch, darauf legen wir großen Wert, die Professionalität der Archivarinnen und Archivare, die sich einer Gesellschaft und ihrer freiheitlich-demokratischen Ordnung verpflichtet fühlen und nicht einer Herrscherdynastie, einer Klasse, einer Partei oder einer Bürokratie. Ziel der Bewertung im Bundesarchiv, und da spreche ich, glaube ich, für alle staatlichen Archive mit, Ziel ist es,
ein möglichst umfassendes Bild der deutschen Geschichte, in unserem Fall seit 1867, mit möglichst wenig Quellenmaterial zu vermitteln, ohne wesentliche Entwicklungen auszuklammern. Allerdings müssen wir uns in gewisser Weise mit dem, was wir bekommen, auch begnügen. Zwar können wir in ganz begrenztem Umfang auch Quellen aus nichtstaatlicher Herkunft sammeln, wenn diese für das Verständnis der deutschen Geschichte nach unserer Auffassung wesentlich sind. Wir können aber nicht nach der Devise eines Museums verfahren, und die Museumskuratoren mögen mir jetzt verzeihen, wenn ich dieses Beispiel nehme, das ich vor kurzem gehört habe, dass der Auffassung ist, dass da etwa im Bereich der klassischen Moderne in Beständen des eines betreffenden Hauses noch eine schmerzliche Lücke klaffe und man die jetzt schließen müsse. Das ist nicht unser Ansatz. Der Anspruch auf eine umfassende Dokumentation basiert vielmehr auf der grundsätzlich ausnahmslosen Anbietungspflicht, von der ich eben gesprochen habe, und dem methodischen Vorgehen bei der Bewertung. Das Ergebnis ist Archivgut des Bundes, das Archivgut des Bundes, das nach dem Willen des Gesetzgebers jedermann zur Nutzung offen steht, unter Beachtung der Regeln des Daten- und Persönlichkeitsschutzrechts, des Geheimschutzes und des Urheber- und Verwertungsrechts, die allerdings letztlich immer nur suspensiv wirken, also aufschiebend wirken können und nie ein ewiges und unumgängliches Nutzungshindernis darstellen können. Auf dieser Grundlage kann jede interessierte Person das Archivgut des Bundes einsehen und für ihre Zwecke auswerten. So entstehen die heute gerne so apostrophierten Narrative, also das in Form gebrachte historische Erinnern, die Geschichte als Aggregat der vielen Geschichten. An dieser Stelle beneide ich immer meine britischen Kolleginnen und Kollegen, die das so schön formulieren können, wenn sie sagen, your story, our history, um klarzumachen, wie sehr die gemeinsame Geschichte gerade auch über die vielen Aspekte, die sie beinhalten kann und auch die sozialen und sozialpolitischen Aspekte sich eben als Geschichte aus Geschichten aggregiert. Da müssen wir, hat die deutsche Sprache leider diese schöne Doppelform so nicht. Und so können diese Narrative auch durch jedermann überprüft, bestätigt oder korrigiert werden. Das ist es, was ich unter Transparenz und guter wissenschaftlicher Praxis im Archiv verstehen möchte. Auf diese Weise kann auch Verwaltungshandeln retrospektiv kontrolliert werden, eine Option, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Parlament ausgiebig nutzt, wenn es Archivgut des Bundes in großem Umfang für, zum Beispiel für Untersuchungsausschüsse anfordert. Ich möchte es mal als Sentenz formulieren. Auf der Grundlage einer umfassend ansetzenden und methodisch gesicherten Überlieferungsbildung sind die staatlichen Archive und damit auch das Bundesarchiv ein Transparenzversprechen der deutschen Gesellschaft an sich selbst. Traditionell wird Archivgut in den Lesesälen der Archive genutzt, in deren Magazinen es verwahrt wird. In der alltäglichen Praxis stellt die Unikalität und Ortsgebundenheit des Archivguts schon aus Kostengründen ein nicht unbeachtliches Zugangshindernis dar. Aus diesem Grund versuchen die Archive schon seit Jahrhunderten, insbesondere durch Editionen, diese Ortsgebundenheit im Interesse einer möglichst breiten Nutzung zu relativieren. Welche Folgen das für die Nutzung von Kulturgut hat, hat Walter Benjamin in seinem berühmten Essay über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit diskutiert und dabei den seither viel genutzten Begriff der Aura geprägt. Wir müssen diese Frage heute neu stellen. Im Zeitalter der Digitalisierung muss neu darüber nachgedacht werden, welche Möglichkeiten wir haben, denn das Internet hebt eine weitere Beschränkung auf. Man muss heute keine Reproduktion eines Kunstwerks als Buch, CD oder DVD mehr erwerben. Im Internet kann Archivgut völlig ortsungebunden, neudeutsch ubiquitär, zur Verfügung gestellt werden. Das, was wir heute bedenken müssen, ist also, dass Kulturgut im Zeitalter seiner allgemeinen Verfügbarkeit. Unter diesen Bedingungen macht das Bundesarchiv sich auf den Weg, sein Archivgut denkbar breit und aktiv für den öffentlichen Diskurs und damit auch für die Konstruktion von Erinnerung, denkbar breit und aktiv
für den öffentlichen Diskurs, na, jetzt habe ich mich verlesen, so ist das, wenn man in eine Schleife kommt. Ich fange nochmal an. Unter diesen Bedingungen macht das Bundesarchiv sich auf den Weg, sein Archivgut denkbar breit und aktiv für den öffentlichen Diskurs ebenso wie für die ganz private Nutzung niederschwellig bereitzustellen. Meine Kollegin Vera Zahnhausen wird morgen an dieser Stelle über das Weimar-Projekt des Bundesarchivs sprechen, das wir als Einstieg in das digitale Online-Archiv verstehen. Selbstverständlich wird es nicht leicht sein, die gesamten 400 laufenden Regalkilometer, die 150.000 Spiel- und Dokumentarfilme, die 13 Millionen Fotos im Besitz des Bundesarchivs zu digitalisieren und online zu stellen. Aber man sollte vor der Menge nicht aufgeben. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, das ist jetzt mein dritter Schritt, um Sie am Ende doch zu überzeugen, was wir mit der Verfassung zu tun haben, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verbrieft in Artikel 5 Absatz 1 nicht nur das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern auch das Grundrecht, sich frei aus öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren. Vor diesem Hintergrund, dass das Bundesarchivgesetz alle Stellen des Bundes zur Anbietung nicht mehr benötigter Unterlagen an das Bundesarchiv verpflichtet, dass das Bundesarchiv eine auf Umfassenheit angelegte Überlieferungsbildung betreibt, dass das Bundesarchivgesetz jedermann das Recht zur Nutzung des Archivguts des Bundes zubilligt, dass historisches Erinnern in Deutschland Teil der Staatsräson ist und dass das Bundesarchiv beträchtliche Anstrengungen unternimmt, um das Archivgut des Bundes niedrigschwellig und nach Möglichkeit sogar online zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund möchte ich nochmal auf das Thema, auf die Themenstellung meines Beitrags zurückkommen. Vor dem dargelegten Hintergrund, davon bin ich überzeugt, hat vielleicht nicht das Bundesarchiv als Institution, sehr wohl aber sein Tun und Handeln Verfassungsrang. Vielen Dank.